Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Schmulia spielt Spiele Cult of the Lamb. Ich wollte mal schauen, ob man hier eigentlich auch die bestehenden Untertanen noch verändern kann. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Ich kann hier jemanden anklicken, aber es sieht fast nicht danach aus, als könnte ich das noch verändern. Was schade ist, weil ich schon vielleicht nochmal ein, zwei Sachen anders machen wollen würde. Ich sehe gerade, meine ganzen Untertanen werden auch langsam älter. Was heißt langsam? Sie werden schneller älter. Nils ist schon 33. Das geht mir doch etwas zu schnell hier. Naja, vielleicht kommt die Fähigkeit ja, also falls es die überhaupt in dem Spiel gibt, aber vielleicht kriegt man das ja später noch, dass man bestehende Anhänger verändern kann. Das wäre ganz interessant. Gut. Kann ich denn hier nochmal was bauen oder habe ich immer noch ungenügend Geld? Ah doch, ich habe 52 Münzen. Dann würde ich vielleicht mal hier langsam die Betten upgraden. So. Mehr Geld habe ich scheinbar nicht. Okay, Torben hilft mir beim Aufbauen. Domme scheinbar auch. Dann machen wir das doch mal hier zu dritt. Oh, Domme hat auch schon eine Anforderung an mich oder eine neue Quest. Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden und sie verfluchen unseren Lebenswandel, aber sie wollen beitreten. Sollen wir sie willkommen heißen? No way. Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glaube des Kults zu niedrig ist. Ein Verräter verbreitet falsche Informationen über dich. Andere Anhänger könnten beeinflusst werden. Erziehe diejenigen um oder stecke sie ins Gefängnis und heiße sie danach wieder in deinem Kult willkommen oder opfere sie einfach. Es sind ja deine Regeln. Aber. Oh je. Ich hoffe, das ist. Wer ist denn das? Oh nein, jetzt schlafen die alle auf dem Boden. Ich kann nicht so schnell bauen. Okay, der Glaube ist wieder zu niedrig. Das ist auf jeden Fall blöd. Es liegt vielleicht auch an der Fastenzeit, aber was sollte ich tun? Geril hat mir diese Quest gegeben, ich musste sie erledigen. Okay, nächster Tag. Ich bin hier immer noch dabei, die ganzen Betten aufzubauen. Und ich muss gleich wieder eine neue Predigt halten. Ich frage mich, wer der Abweichler ist, ob ich das irgendwie herausfinden kann. Vielleicht muss ich die Gedanken lesen von meinen Untertanen. Erstmal muss ich das hier zu Ende bauen. Yes, okay. Dann hole ich mir hier nochmal die ganze Hingabe ab. Ist ja schon ordentlich. Ich muss auch wieder Leute segnen, fällt mir gerade ein. Das mache ich direkt mal. So, habe ich jetzt alle gesegnet? Ich glaube, Domme habe ich noch nicht gesegnet. Hier, Domme. Lass mich dich segnen. Okay, dann halte ich erstmal die Predigt ab. Alles nacheinander hier. So. Ich predige für euch, meine Untertanen. Oh, und ich kann wieder was aktivieren scheinbar. Dann würde ich, glaube ich, jetzt... Herzen der Gläubigen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf die Flüche. Drei neue Flüche ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Und hier... Gesamtmenge des Eifers. Ich glaube, ich gehe erstmal hier drauf. So, und das schalte ich direkt frei. Bam. Cool. Mehr Flüche. Alle freuen sich. Das ist schön. Und ich gucke mal, was ich jetzt noch erledigen muss. Ich habe ja, glaube ich, kein Geld mehr. Das ist das Problem. Ach so, hier fehlt mir noch Holz. Ich würde nämlich gerne noch ein Bett bauen für den Fall, dass hier nochmal was zusammenbricht, weil es sind ja jetzt auch wieder mehr Untertanen geworden. Und ich sehe gerade hier, die Bäume wurden, sind groß geworden. Das heißt, ich kann die jetzt auch abholzen endlich. Und damit sollte das reichen für nochmal so ein Bett. Ach so, das kann ich nur upgraden. Das heißt, ich muss erst einmal ein normales kleines Bett bauen. Aber das ist okay, das mache ich. Soll ich nach oben oder nach unten? Ich glaube, ich gehe jetzt mal nach unten. So.
Dann. Achso, wieso konnte ich das nicht aufbauen? Habe ich nicht genug Geld? Oh, was ist denn mit Carsten los? glorreicher Anführer, das Basislager sieht furchtbar aus. Wir bedürfen der Schönheit, um deine Herrlichkeit zu feiern. Lass uns Dekorationen zu deinen Ehren bauen. Okay, aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld dafür. Ah, wobei doch. Ich brauche gar kein Geld dafür. Lammflaggenstatue. Das ist cool. Okay. Ich glaube, das baue ich direkt hier bei den Betten. Ich glaube, das baue ich so in die Mitte davon. Und dann, was habe ich noch an Dekorationen? Hier diese großen Fackeln habe ich ja schon ein paar gebaut. Ich glaube, dann baue ich einfach hier so ein paar Beete hin. Wo kommen die denn am besten mal hin? Kann ich die hier hin? Oh ja. Ja gut, so schön sieht das jetzt wahrscheinlich nicht aus hier, aber gut. Kann ich das einmal aufbauen? Dankeschön. Cool. Die Statue hier sieht auch nice aus. Und, achso, genau, das muss auch noch aufgebaut werden. Zu Ende aufgebaut werden. Cool, das würde ich aber, glaube ich, nochmal umstellen. Gebäude bearbeiten. Bewegen. So. Sieht doch schon mal besser aus. Und dann, was mache ich denn jetzt als nächstes Mal? Ich glaube, ich sollte jetzt mal, nachdem ich die Belohnung von Carsten abgeholt habe, die Gedanken lesen und schauen, ob es hier irgendwo einen Abweichler gibt. Ach, ich wollte ja auch noch eine Vogelscheuche machen. Wie viel man hier immer vergisst. Das hier sollte ich auch mal bauen, Toilettenhäuschen. Und die Farm wäre auch nicht schlecht. Na, jetzt habe ich wieder kein Geld für die Vogelscheuche. Mann. Okay. Wo ist Carsten? Carsten, I need you. Das ist nicht Carsten. Oder doch, das ist Carsten. Oh, du hast es geschafft. Wahrlich, du bist ohne Makel. Ich bin dankbar, großer Anführer. Okay, cool. Ich lese mal seine Gedanken. Dekoration, öde Unterhaltung, Predigt verfolgt, okay. Das sieht nicht so aus, als wäre er ein Abweichler. Aber was ist mit Domme? Schöne Dekoration, neues Gebäude, sieht auch gut. Kot gegessen. Achso, gesehen. Okay, ich dachte schon. der Einzige, der hier Kot gegessen hat, ist Mika hoffentlich. Und nicht, dass die anderen auch noch was davon gegessen haben. Das wäre nicht gut. So. Neues Gebäude. Öde, haha, bla bla bla. Das sieht eigentlich alles. Oh, Moment mal. Hat eine neue Liebschaft. Das ist die wahre Liebe. Ich spüre es. Okay. Interessant. Ich muss übrigens auch mal irgendwelche Frauen hier zu meinem Kult hinzufügen. Das ist ja eine reine Männergesellschaft hier. Und Mika sieht auch so aus, als hätte er keine Abweichler-Gedanken. Bestimmt ist es Torben. Torben, was ist mit dir? Sieht aber auch gut aus. Oh, neue Liebschaft. Ich sehe, was da abgeht. Torben und Kirill. Das ist. Die werden ein Paar. Krass. Okay. Dann scheint es ja doch keine Abweichler zu geben, oder? Habe ich jetzt irgendwen übersehen? Habe ich schon mit Nils geredet? Nils, deine Gedanken? Okay. Gut, dann glaube ich, sollte ich mal wieder auf einen Kreuzzug gehen. Es sei denn, ich kann hier noch was Neues freischalten. Das gucke ich direkt mal. Aber sieht nicht danach aus. Ich habe ja auch leider kein Geld mehr. Ich könnte halt noch Dekoration bauen, aber das lasse ich erst einmal bleiben. Achso, das hier. Ackerparzelle. Weil das kostet auch Geld. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich habe ja hier noch genügend. Nahrung muss ich ja gerade auch nicht erstellen. Oder herstellen, besser gesagt.
Kann ich eigentlich noch segnen gerade oder ist das auch schon? Nee, das ist auch schon erledigt. Ich habe ja noch diese eine Kette, die könnte ich mal jemandem schenken. Ich glaube, das gebe ich Carsten, weil der ja noch recht neu ist. Carsten, ich möchte nicht deine Gedanken lesen, aber ich möchte dir etwas schenken. Hier, damit du schneller arbeiten kannst. Und er ist aufgestiegen, das ist auch schon mal gut. Cool. Oh, jetzt könnte ich natürlich vielleicht wieder was hier machen. Bei der Krone, genau. Kann ich hier was Neues aktivieren? Ja, eine neue Doktrin verkünden. Ach, cool. Dann mache ich das noch, bevor ich auf den Kreuzzug gehe. Arbeiten und beten. Echte Bedeutung von Gehorsam. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Anhänger ermorden. Schalte die Anhängeraktion Ermorden frei. Eine einfache Lösung für viele Probleme, aber manche Anhänger empfinden das als verstörend, falls sie wach sind und es mitbekommen. Oje. Ritual des Anhängeraufstiegs. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene des Seins aufsteigen lassen kannst. Alle Anhänger erhalten Loyalität. Auf jeden Fall das. Ich habe keine Lust, hier meine ganzen Anhänger zu ermorden. Das kann ich doch nicht bringen. So, wieder etwas Gutes getan. Gut. Dann werde ich jetzt aber mich auf den Weg machen. Und, Moment. Hat hier gerade jemand geschrien nach mir oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, das war nur eine Unterhaltung zwischen den einzelnen Untertanen. Gut. Dann geht es weiter. Endlich, lass es uns beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Komm, werde Zeuge wahrer Macht. Ah. Okay, krass. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt gleich gegen Leshy kämpfen. Ich nehme erstmal hier diese Klinge mit. Und diesen schönen Fluch hier. Und dann auf zu Leshy, würde ich sagen. Und hier sind wieder einige von den... keine Ahnung, was sind das? Prediger? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall Menschen mit Umhängen. Und die sind jetzt alle tot. Das ist nice. Ah, ist schon wieder Nacht geworden. Und du bist wieder hier. Hallo. Haro. Er war anders als der Rest seiner Sippschaft. Denn die anderen waren immer im Fluss, Chaos, Hungersnot, Pestilenz, Krieg. Alles Dinge, deren Beständigkeit dem Wandel unterworfen ist. Und doch war er der Unvermeidliche, der Hartnäckige und Unaufhaltsame, jener, der wartet. Wahrhaftig sonderbar, so scheint es, ist seine Begierde, das Unbekannte und Neue zu umgarnen, alte Gelübde wie auch urtümliche Bande zu brechen. Traditionen stehen still und der Appetit wächst dennoch. Der Zweifel reißt den Glauben in zwei. Okay, also scheinbar erfahren wir hier immer ja so Story über die Bischöfe. Interessant. Oder beziehungsweise das war jetzt nicht über die Bischöfe, sondern über den jenen, der wartet. Ah, Hilfe. Oh nein, jetzt wurde ich getroffen. Ich sollte echt aufpassen, dass ich jetzt am Ende genügend Leben habe, wenn ich bei Leshy bin, weil ich weiß nicht, wie hart dieser Bosskampf werden wird. So. Wir haben ein paar schöne Blümchen. Ah, eine Tarotkarte. Das ist gut. Ein Herz oder die Karte wird aufgedeckt. Das ist für mich klar, ich nehme lieber das Herz. Und der nächste Raum wieder mal. Mit ganz vielen Fledermäusen. Ah. Kriegt man schon mal ein Herz mehr und dann ist man, wird man direkt getroffen. Ein Bett ist zusammengestürzt, die Herde ist bereit für eine neue Predigt. Naja, aber ich habe ja, glaube ich, ein Bett zu viel aufgebaut.
Von daher sollte das hoffentlich kein Problem sein. Und ich habe eine neue Tarotkarte. 10% Chance, beim Töten eines Gegners ein blaues Herz zu erhalten. Das ist gut und praktisch. Habe ich jetzt hier alle Räume gemacht oder habe ich irgendetwas übersehen? Ich glaube, das war's. Ja. So, entweder Herzen, Tarotkarte oder hier so ein Shop mit Essen scheinbar. So, was gibt's denn? Also hier gibt's wieder for free einen Untertan. Hier gibt's wahrscheinlich einen Shop mit Untertan. Oder einem, keine Ahnung. Hier kann ich Geld gegen Essen tauschen oder sowas. Das Fragezeichen sieht auch interessant aus. Ich glaube, ich würde mich für einen dieser linken Wege entscheiden. Ich habe halt Angst, wenn ich da lang gehe, dass das wieder so ein böser Typ ist. Holz bräuchte ich eigentlich auch mal wieder. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Oh, okay. Interessant. Rakshasa. Frisch, frisch. Du findest nirgends was Besseres. Diese Würmer hier sehen geil aus. Wie die hier so tanzen. Die sehen so süß aus. Nur die besten Zutaten aus den Ländern des alten Glaubens. 6-mal Lachs, 15-mal Beeren oder Beerenstrauch. Ich glaube, ich würde den Lachs nehmen. Köstlich, genieße es, Reisender. Ja, ich glaube, ich mache das noch nicht. Ich weiß nämlich, ich habe mich spoilern lassen. Ich weiß, was man hier noch machen kann. Aber ich glaube, das werde ich irgendwann später mal machen. Nicht jetzt. Und dann gehe ich mal hier hoch. Und ich habe es doch geahnt. Hier ist ein Untertane. Kankro. Ich liebe das Knacken ihrer kleinen Knochen. Kleine, erbärmliche Kreaturen, aber so lecker. Gefällt dir das? Ich finde viele dieser leckeren Häppchen. Oh nein, ich kann ihn nicht befreien, weil ich nicht genügend Geld habe. Vielleicht finde ich noch genügend Geld, das wäre praktisch. 2 Münzen immerhin. Ja, doch, vielleicht kriege ich es hin. Dann habe ich allerdings wieder kein Geld, wenn ich zurück zu meinen Untertanen gehe. Das ist auch nicht gut. Aber, ja, komm. Ein neuer Untertane. Yeah. Ich hoffe, das ist kein Abtrünniger. Ja, gefällt dir das? Ich finde viele dieser leckeren Häppchen. Gut. Ein neuer Untertane dazugekommen. Und ein paar Fische haben wir auch bekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hingabe klaue ich mir wieder. Oh, was ist das denn hier? Truhen erhalten Nahrung statt Münzen. Oh je. Hey Kleiner, lass die Finger von meinen Fischchen. Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist bei der Pilgerpassage. Wo das ist, fragst du? Komm, ich zeig's dir. Ach, cool, neues Gebiet. Pilgerpassage. Siehst du, und jetzt verschwinde von hier. Ich finde es so nice, dass der sowohl Fisch als auch Mensch ist. Diese aufgeklebte Nase mit dem Schnäuzer, das sieht so lustig aus. Das ist großartig. Dann zerstöre ich hier mal wieder alles. Und ich schaue mal kurz, wie es meinem Kult ergeht. Der Glaube ist wieder ein bisschen gesunken. Hunger ist immer noch alles in Ordnung. Krankheit auch. Nichts ausgebrochen scheinbar. Das ist schön. Oh, Hilfe. Ah ja, jetzt wurde ich getroffen. Okay. Und eine Tarotkarte. Erhalte die doppelte Lebensenergie. Habe ich das nicht schon? Kann ich das nicht irgendwo einsehen? Hier doch, hier unten. Ich glaube, ich hatte die doch schon. Naja, gut. Vielleicht kriege ich jetzt die 4-fache Lebensenergie. Oh, ich glaube, da oben geht es auch schon zum Boss. Wenn ich das richtig sehe. Wie mich das Monster nicht attackiert. Und so, das war's. Nice. Und Leshy kommt wieder. Was willst du wieder, Leshy? Deine Beharrlichkeit fängt an, mich zu nerven, kleines Lamm.
Du hältst dich vielleicht für schlau, du hältst dich vielleicht für rechtschaffend in deinem Dienst an ihm, aber du solltest gegenüber den Angeketteten nicht zu vertrauensselig sein. Nun ja, zum Reden ist es zu spät, also jemand wie du verdient keine Vergebung. Das wird nicht gut für dich enden. Ich glaube, das wird eher nicht gut für dich enden. Ha. So schlagfertig, wie ich bin. Wow. So, erstmal muss ich aber die hier besiegen, alle. So. Dieses Skelett sieht eklig aus. Puh, oh nein. Aber ich habe ja die Sache, dass ich mehr Lebensenergie bekomme. Da muss ich halt nur Herzen finden vorher noch. Hallo. So. Und wieder neue, natürlich. Ach, oh, der kann sogar so Pfeile schießen, scheinbar. Und wieder welche. So. Oh, nochmal welche, okay. Wie der direkt auf mich zugecharged kam. Und wieder so ein Hüpfvieh. Okay. Oh, das ist cool. Ganz viel Geld. Das habe ich gebraucht. Das da oben sieht aus wie der Bosskampf. Von daher gehe ich lieber hier lang. Erst einmal. Oh, Hilfe. So. Und der letzte ist auch down. Cool. Wieso geht's hier raus? Ich dachte, das wäre schon der Bosskampf. Also ich gehe lieber zum Boss, glaube ich. Nicht, dass ich da versehentlich noch den Boss skippe. Ach, das ist nicht der Boss. Okay, verstehe. Das ist, was, wo ich eine neue Waffe kriegen kann. Tritt vor, Bestie aus den wirbelnden Nebeln des Chaos, die uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trügen. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, die sie führt, um Gegner zu töten, um die Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser eisernen Werkstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögest du sie mit Geschick führen, verheißener Befreier. Ja, Vampirdolch. Achso, das hat scheinbar die gleichen Stats wie meine jetzige Waffe. Tückische Axt, kriege ich mehr Schaden, aber weniger Tempo und... Okay, ja gut, es hat... Also, es hat zwar mehr Schaden, aber dieses weniger Tempo nervt mich schon. Deswegen würde ich, glaube ich, wenn dann eine dieser beiden Waffen nehmen. Oder kann ich nochmal einsehen, was meine jetzige Waffe kann? Sehe ich das hier? Hier. Flinke Klinge, darauf ausgelegt, dass Gegner zahlreiche Schnitze fügen, geringer Schaden, aber blitzschnell. Okay, also die hat gar keine Eigenschaft scheinbar. Und hier werde ich geheilt. Ah, Giftschaden. Ich glaube, ich nehme den Giftschaden. Der Giftschaden ist immer wirklich sehr, sehr praktisch. Und diese Waffe werde ich wiederverwenden. Kriege ich wieder ein bisschen Geld. Gut, dann sollte jetzt aber gleich der Bossfight, glaube ich, schon sein. Aber ich bin gemein. Ich werde den Bossfight auf die nächste Folge verschieben und bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr nehmt mir diesen Cliffhanger nicht zu übel und ja, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!